Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zum Box-Office-Tippspiel, die Spielergebnisse von der Kalenderwoche. Jetzt weiß ich es gerade gar nicht. 19, glaube ich. Oder? Na komm. 19, jawohl. So, dann schauen wir uns das mal an, die Ergebnisse. Guardians of the Galaxy Volume 2 hat den Platz 1 verteidigt, hatte 246 Millionen. Dann kommt Snatched, der neue Neuansteiger mit 17,5. Und dann kommt King Arthur, bei dem wir getippt haben, kommt mit 14,7 Millionen daher, wurde Dritter. Fast and the Furious 215 Millionen. Ja, sieht recht gut aus. Dann schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Khalifa hat diesen Spieltag gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und außerdem, du musst mir bitte unbedingt schreiben, ob jetzt mal der Gutschein angekommen ist, weil, ne, würde mich mal interessieren. Er hat 17,9 Millionen getippt. Und dann komme ich mit 18 Millionen, also sehr knapp. Dann kommt der Jens, der Florian, der Patrick, Nenik, YouTube und Klaas. Ja, diesmal 7 Leute mitgemacht, freut mich, richtig cool. Schauen wir uns mal die Tabelle an. Ja, ich bin immer noch Platz 1, dann kommt der Patrick mit 90 Punkten, dann kommt der Kalifa, hat einen Platz gut gemacht, Klaas hat einen Platz verloren, Jens und Florian bleiben auf 5 und 6, dann kommt der Nenik, hat einen Platz gut gemacht, da er Show of Dolph Ziggler nicht mitgespielt hat. Und die Jahrestabelle schaut so aus. Ja, er konnte wieder 7 Punkte gut machen, der Kanifa. Und ja, die anderen müssten sich mal ein bisschen anstrengen, damit sie noch den zweiten Platz bekommen. Und ja, dann soll es das aber auch schon wieder gewesen sein von dem Box-Office-Tippspiel. Macht einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin bleibt dran, bis dann, euer Steffo. Ciao, ciao.